Hallöchen, meine Zuckerschnuten. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle anderen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal. So, meine Lieben, wie ihr bereits gesehen habt, geht es heute um das Trash-Wander-Paket. Und zwar um das alte Trash-Wander-Paket, das schon, ich weiß gar nicht, wie viele Monate schon läuft. Ich glaube, fast ein Jahr läuft das, glaube ich, schon. Ich müsste mal nachschauen. Ich glaube, schon ein Jahr. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wer alles in dem Trash-Paket drin ist, und was drin ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, das Paket ist bei mir angekommen. Ich glaube, das Paket läuft schon ein Jahr, kann das sein. Wir sind nämlich schon bei Runde 13. Ich glaube, über ein Jahr läuft das Paket schon. Genau. Ja, Neues ist bei uns in der Gruppe zugestoßen, und zwar die Nasty von Nastys Beauty Zone. Genau, alle Mädels werde ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox packen. Das Paket kommt jetzt von der Heike Alice, von dem Kanal Heike Alice, genau, von der lieben Heike. Mit dabei noch ist die liebe Lisa von Lisas for Beauty, die Rosemarie vom Kanal Rosemarie und die liebe Steffi von Schminky Eyes ist natürlich auch mit dabei. Alle Mädels werde ich euch natürlich nochmal, unten in die Infobox packen und meine Eyes natürlich. So, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich öffne jetzt mal. Ich bin gespannt, was drin ist. Wie gesagt, kommt von der lieben Heike. Genau, ich glaube Runde 13. Wo ist mein Öffner? Auf jeden Fall hat sich der Karton verändert. Der ist etwas größer geworden. Wir haben jetzt hier schon quasi einen Umzugskarton vor uns stehen. Ui. Ich muss erstmal gucken, wie sich das Paket öffnen lässt. Okay. Ich hoffe, dass meine Kamera durchhält. Bei dem Wetter ist das ja ganz tragisch. Ne? Da ist sie ruckzuck heiß hier. Ein heißer Feger, meine Kamera. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich müsste mich noch ein bisschen schlanker machen. So, als erstes kommt mir erstmal Papier entgegen. Werde ich erstmal so zur Seite legen. Okay. Wir haben immer noch, oder hatten wir letztes Mal auch schon drin gehabt. Und zwar diese Ordner, Sortierer. Ist nicht schlecht für ein Bad oder hier für auf den Schrank. Ne? Ja, aber ich habe genug davon. Genau, die werden auf jeden Fall weiter wandern. Schlecht sind sie nicht. So, oh, ein Covid-Test. Ja, ich habe da letztens eins rausgenommen. Gott sei Dank hatte ich nichts gehabt. Toi, toi, toi. Mittlerweile habe ich auch schon wieder mehrere gemacht. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe den gleichen auch noch von der Arbeit, habe ich mir mal einen mitgenommen, falls mal was ist. Ja, den, diesmal brauche ich den nicht. Nö. Geht weiter. Vielleicht kann jemand anders den gebrauchen. So, dann kommt mir hier eine Jacke entgegen. Okay. Ja, eine Regenjacke, so ein Windbreaker, ne? Sozusagen. Ja, schlecht ist es nicht, aber brauche ich nicht. Welche Größe haben wir denn? Steht 46 drauf, aber das fällt klein aus. Fällt auf jeden Fall klein aus. Nö. Wenn ich jetzt einen Hund hätte, könnte ich ja gut anziehen, aber ich habe keinen Hund. Doch, ein großes ist alles. Also ist ein Bär, ein Hund. Könnte alles sein. Ich lege das mal hier hin. So, dann haben wir hier noch eine Jacke drin. Die hatte ich auch bei der Heike schon gesehen. Ne? Ja. Schlecht ist es nicht. Wo ich früher noch einen Campingplatz hatte, hätte ich die jetzt halt nehmen so mit, wenn man abends auf der Terrasse sitzt. Aber die wird auch weiter wandern. So, dann haben wir hier ein Handtuch drin. Eigentlich könnte ich ja Handtücher immer gebrauchen. Ich überlege. Handtuch ist nicht schlecht. Handtücher gehen immer. Wird auch bei mir im Badezimmer passen. Aber ich mache das mal auf dem Vielleichtstapel. Ich weiß noch nicht. Ich muss mir das überlegen. Vielleicht. Vielleichtstapel mache ich mal hier hin. So. Oh, das kann ich auf jeden Fall benutzen. Okay. Ja. Machen wir weiter. Mit was machen wir weiter? Ich weiß es nicht. Machen wir hiermit weiter. Von Douglas Hair Brilliant Color Tinted Care Dark. Ich muss sagen,
Ich habe das noch. Ist das schwarz, ne? Für schwarze Haare. Ich habe mir ja letztens eins rausgenommen für blonde Haare, glaube ich. Aber irgendwie hat das nichts gebracht. Ich weiß nicht. Ich war jetzt nicht begeistert davon. Steht bei mir auch noch im Badezimmer eine Dusche. Ich muss das nochmal testen. Ansonsten geht das auch weiter. Das ist hier für schwarze Haare, ja. Für koloriertes Haar. In schwarz. Nö, jetzt geht weiter. Wird weiter wandern. So. Dann haben wir hier Billy Boys. Du und ich verhüten hormonfrei. Mein Gott, hormonfrei. Eigentlich bräuchte ich sie nicht mehr. Aber man, wie gesagt, ich wechsle jetzt auch nicht die Partner. Daher brauche ich das nicht. Ne? Ich habe ja nur Verkehr mit dem Stefan. Und schwanger werden kann ich auch nicht mehr. Das wurde mir vor Jahren, wurde mir meine Gebärmutter entfernt. Aber das, trotzdem sollte man immer, wenn man trotzdem, wie gesagt, ich habe jetzt einen festen Partner, sollte man sich immer schützen. Sagen wir mal so. Vor allem, wenn man häufiger die Partnerschaft wechselt. Ja, finde ich nicht schlecht, ist okay. Ja, obwohl, aber nein, das werden wir jetzt nicht vertiefen. Nein, nein, nein. Okay, dann haben wir einen Melitta-Kaffee hier. Und schade, dass da keine Bohnen sind. Kaffee des Jahres kann ich euch nur empfehlen. Ist ein super Kaffee. Kaffee des Jahres. Ich durfte nämlich von Melitta durfte ich nämlich schon mal ein großes Paket testen. Da waren sämtliche Kaffeesorten drin. Hatte ich mal getestet. Ist nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, ich bräuchte Bohnen. Wenn Bohnen, Kaffeebohnen. Daher wird das auch weiter wandern. So, okay, dazu noch passende Kaffeefilter. Obwohl, ich wollte mir vor kurzem so machen, aber ich muss sagen, frisch aufgebrühten Kaffee ist noch der beste Kaffee. Also Senseo-Kaffee und so ein Gedöns, ne, schmeckt ja, geht ja gar nicht. Ne? Also ich wollte mir so ein Filter, den kaufen, wo man Filter reinmacht und einen Kaffee für eine Tasse oder zwei Tassen. Aber nein, geht weiter. Stefan sagte, nein, ich wollte mir so ein Pumpding kaufen. Nein, ich will das nicht, hat Stefan gesagt. Nein. Aber ich hätte es gern gehabt. So, was haben wir denn hier? Tinten Day Cream, das hört sich gut an. Kaviar. Wind Acel. Creme de Thé. Ich müsste mal gucken, das hört sich gut an. Dieses hier. Da haben wir direkt wieder was zum Testen, ne? Aber ich muss immer gucken, ob meine Kamera ausgeht, Leute. Okay, ich muss mal gucken, welche Farbe das ist. Kaviar steht drauf. Habe ich ja euch gezeigt. Ich sage euch das nochmal. Okay, das ist nicht ganz so dunkel, ne? Okay. Ja, ist schon dunkel. Für den Sommer wäre das noch was. Ist parfümiert. Parfümiert, das ist leicht. Ich glaube, ich werde mir die mal rausnehmen. Aber die wird noch oxidieren. Die wird auf jeden Fall noch oxidieren. Ich muss meinen Finger hier sauber machen. Unsere Nägel. So. Boah, ich mach doch mal hier. So. Machen wir weiter. Das werde ich mal auf Stapel machen. Ich mache da erstmal alles auf den Stapel hier und dann kann ich immer noch aussortieren. So, das habe ich erledigt, ne? So. Oh ja, von Ahuhu haben wir ein Hyaluron-Shampoo. Natürlicher Glanz, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Hibiskus. Ich muss mal gucken, ich hatte meins nämlich leer gemacht. Ich habe nämlich, glaube ich, von dem, genau von diesem habe ich nämlich nur noch Conditioner. Ich glaube, zwei Stück sogar. Ich werde mir das mal auf den Stapel machen, auf Stapel. Ich werde mir das vielleicht behalten. Haarprodukte gehen ja bei mir immer und Duschzeugs. Das ist nämlich nicht schlecht. So, dann haben wir hier einen Tee drin. Ja, normal hole ich den Tee ja immer raus, aber diesmal bleibt er drin. Ich habe den anderen noch niemals angefangen. Ich habe so viel Tee, ich hole immer Tee und
Irgendwie sieht das immer gut aus und im Endergebnis trinke ich das nicht. Aber hier ist mit Kamilla, Himbeer-Kamilla und Walderdbeeren. Nicht schlecht, schlecht ist es nicht, aber nein. Nein, ich habe noch so viel Tee. So, und dann haben wir von L'Oreal. Ich muss mal gucken. Achso, das ist ein Geschenk. Geschenk war das, genau. Das war ein Geschenk von Nasti. Genau. Okay, hier sind Brauntöne. So einzelne Eyeshadows drin. Gold. Gold, das sind glaube ich zweimal die gleichen, ne? Stop Me Down. Und diesen hier. Matt. Matter Ton. Ich glaube, ich werde mir den matten Ton mal rausnehmen. Der ist nicht schlecht, für das Auge vorzubereiten. Dankeschön, liebe Nasti, freue ich mich sehr drüber. Und matt geht immer, ne? Ja, genau. Obwohl, diesen kannst du schön für den Inner Corner nehmen, ist auch nicht schlecht. Aber nein, ich nehme den. Den, der ist gut. Dankeschön, die anderen beiden gehen weiter. Machen. Vorsichtig wegpacken. Das ist Geschenk. Geschenk stelle ich hier vorne hin. Das kann ich mal hier hinstellen, weil meine Kaffeetasse nicht umfällt. Ne? So, dann haben wir von der Lisa. Von der Lisa auch ein Geschenk. Hallo Mädels. Für jeden eine Rolle Haribo, ein Trolley und eine Maske. Dankeschön, liebe Lisa. Schauen wir mal. Okay, ich bin ja die Letzte, ne? Ja, ich bin ja die Letzte. Danach geht es ja zu Lisa. Okay, die Tüte schmeiße ich dann weg, ne? So, haben wir einen Trolley. Haribo-Roller. Sie hatten wir letztens, glaube ich, auch schon drin. Und eine Maske. Und zwar klärt das Hautbild, pflegt mit Millis. Aprikosenextrakten und tiefenreinigend Mischhaut. Das ist gut. Von Balea. Ja, das ist gut. Dankeschön, liebe Lisa. Freue mich sehr. So. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? Okay. Nivea. Ein Deo. Sanfter Pfirsichduft. Limited Edition. Oh, könnt ihr auch so auf und zu machen, ne? Also ist zu. Ich liebe ja Nivea, aber nein, es geht weiter. Weil das werde ich mir sowieso nicht unterm Arm sprühen. Nein. Was haben wir hier? Oh, das glaube ich, das werde ich behalten. Was ist das denn? Oh, das ist ein Deo? Ist das ein Deo? Oh ja, das werde ich behalten für den Stefan. Das ist gut. Antitransparent Edge Antique Eis. Kenne ich gar nicht. Von Gillette. Von Gillette ist das ein Deo. Ist auch ein Deo, oder? Ich hätte mir das gewartet, das ist ein Rasierschaum. Ist das ein Deo? Ich muss euch das austesten. Oh ja. Das ist richtig. Ich finde das männlich. Ich mag das. Doch. Ich bin ja von der älteren Generation. Ich finde es gut. Doch. Das werde ich behalten. Das ist gut. Das geht. Das ist für Steffi. Für Stefan. Für Stefano. Ich sage immer Stefano zum Stefan. Da regt er sich immer auf. Ja, das geht weiter. So, dann haben wir hier noch ein Geschenk. Von der Heike. Für jeden eins. Bin ich mal gespannt. Was nehme ich mir denn da raus? Muss mal gucken. Oh, das ist aber zu gemacht hier. Na. Na. Boah, geht gar nicht auf. Und ich habe Angst, dass ich mich steche hier. Eike! Ich hasse diese Aufmacher. Du bist ja vom Gefrierbeutel, ne? Boah, diese Metallkacke, ey. Muss auch mit dem Finger aus. Halleluja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja. So. Müssen wir mal schauen, was wir hier alles haben. Haare. Glanzhaarkur von Altera Naturkosmetik. Ganzloses, sprödes Haar. Okay. Was haben wir hier? Dann haben wir was von Douglas. Kollagen. Anti-Age Tagescreme. Ja, Tagescreme. Dann
ein 48-Stunden Hydraulik-Gel-Creme. Aqua Perfekt mit Hyaluron. Ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier, was ist das? Eine Handcreme, die habe ich glaube ich selber. Duguma. Von EOS Natur Handcreme. Glaube, die habe ich selber. Die war glaube ich in der My Little Box. Ne? Ich glaube, die habe ich selber. Ich weiß es nicht mehr. Und die Glow Drops. Ich glaube, ich nehme das Haarzeugs. Wie anders auch erwartet. Nicht anders erwartet. Ja. Ich glaube, das habe ich selber hier. Muss ich mal gucken. Ja, das habe ich selber. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich nehme das. Mit dem Haarzeug komme ich ganz gut klar. Ich nehme das von Altera. Genau, bei Geschenk. Dankeschön, liebe Heike. So, ich nehme das. Das andere geht weiter. So. Gucken, dass ich dann wieder hier unfallfrei zusammenkriege. Unfallfrei. Ohne Stechen. So. So. Dann haben wir hier Heißbonbons, das war Lakritze. Rügerol, Leibnizer Original seit 1866. Das hat Lakritze. Menthol, Birnenaroma, Birnenaroma. Latschenkiefer, Thymian, Anis. Ich glaube, die behalte ich. Ja, die behalte ich. Bin gut. Das geht immer und die darf ich. So, was haben wir noch hier Schönes? Okay. Von Nau Bay Orange Body Shrub. Ja, das geht erstmal weiter. Das habe ich, glaube ich, selber. Das geht erstmal weiter. Und von MA Santeng Lippenstift. Gucken wir mal, in welche Farbe. Ja, ist leider nicht meins. Ist leider zu hell. Nein, ist mit Magnetverschluss, ne? Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich muss mal was gucken. Ja, falsche Seite. Diese Farbe ist ja gut, aber das ist eine andere Farbe. Ja. Der geht dann auch weiter. So, dann haben wir noch Nagellack, den habe ich auch. Von Bijur. Nails Inc. London. Der geht weiter. So, geht auch weiter. Nein! Da haben wir hier drin, hier glaube ich, diese Nagellacke drin, kann das sein? Oder was ist hier drin? Ich weiß nicht, was hatte ich denn reingepackt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich lasse den nochmal drin. Ich weiß nicht, ob ich den reingepackt habe. Ich glaube nicht, ne? Ne. Das weiß ich auch nicht, ob ich den reingepackt habe. Keine Ahnung. Von Catrice Lippenstift. Obwohl der schön ist. Ich weiß nicht, habe ich den reingepackt? Matt. Der gefällt mir ja. Ich glaube, ich habe den nicht reingepackt, ne? Ich nehme den mal raus. Ich weiß nicht, ob das meiner ist. Ihr könnt mir gerne mal, und die Mädels sollen mir mal anschreiben, ob das von mir einer war. Ich weiß es nicht. Ansonsten behalte ich den. Ich weiß nicht, ob das meiner war. Und Polish. Ich glaube, das war von mir. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nee, ich muss mal gucken in mein Corona, in meinem Beauty-Schrank. Ich glaube, ich habe das auch. Ich werde das mal weiter wandern lassen. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Dann kommen meine Filme zurück. Okay, keiner wollte haben. Meins, meins, meins. Keiner wollte Filme. Okay, dann kriegt der Stefan die wieder. Gut, dann kriegt Stefan die wieder. Nudeln. Ja, nicht schlecht, ne? Vollkornspaghetti. Vollkornspaghetti. Nicht schlecht, aber die werden weiter wandern. So. Eine Tüte Müllsäcke. Ich glaube, die nehme ich raus, die Tüte Müllsäcke. Die kann ich gebrauchen. Stefan, vielmals Stefan kann die gebrauchen. Stefan ist ja unser Müllmensch.
Aber ich habe wenigstens für die Müllbeutel gesorgt. Das ist doch gut, oder? Die nehme ich raus. Müllbeutel. Ja. Dann haben wir noch mal Geschenke. Ich glaube, hier sind mehr Geschenke als Produkte drin in dem Paket. Von Steffi. Oh, das ist gut. Von Steffi. Ne? Guck mal, ich muss mal was gucken, ob da Calcium-Brausetabletten drin sind. Wegen meiner Sonnenallergie. Das haben wir einmal mit abplatzen und zum Abschminken. Gut. Und dann gucken wir mal. Eisenvitamin, Multivitamin, Eisenvitamin, Multivitamin mit Calcium, Magnesium. Multimineral. Ich bin auch bescheuert. Multimineral mit Calcium und Magnesium. Ja, ich nehme mir die mal raus. Die. Und die anderen. Eisen trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, ohne. Ach, mein Gott. Eisen und Vitamin C. Eisen trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Okay, mit Johannisbeergeschmack. Ich nehme Calcium Magnesium. Nicht. Dankeschön, liebe Steffi. Kann ich gut gebrauchen. Und dann haben wir natürlich, glaube ich, noch hier von Balea Q10 Anti-Falten Tagescreme drin. So ein Pröbchen. Ich nehme die Brausedinger. Brausedinger. Und das ist gut, da kann man sich nicht verletzen. Und man kann sich auch den Finger einquetschen. So. Zack. Perfekt. Und so ist es. So, und dann haben wir noch mal was von der Rosemarie. Die sind gut, habe ich gestern noch gekauft oder vorgestern noch. Wir haben hier Wattestäbchen drin. Wattestäbchen gehen auch immer. Dankeschön, liebe Rosemarie. Dann nehme ich mir doch welche raus. Muss mal gucken. Boah, was riecht denn da? Ach so, der Badezeug. Hier ist auch noch so ein Badezeug drin. Aber ich habe keine Badewanne. Aber ich überlege gerade. Ich muss überlegen, habe ich noch Badesalz? Weil ich darf die Tage jetzt bei meiner Schwester baden gehen. Und was haben wir denn hier? Rücken und Schulter. Meersalz. Soll ich das behalten? Ich darf ja bei meiner Schwester die Tage duschen gehen. Baden. Ich glaube, ich behalte das. Wie das aus? Ich kann ja ein paar Tage hintereinander bei den Baden gehen. Kann ich alles wieder? Ich behalte das, weil ich werde dann wohl. Das ist eine längere Geschichte, da kann ich öfters bei meiner Schwester baden gehen. Und ihr wisst ja, wird ja alles teurer. Und bevor das nicht mehr geht, muss ich dann nochmal baden gehen. Ich behalte das, liebe Rosemarie. Dankeschön. Und dann gehen die Wattestäbchen wieder weg, obwohl die Wattestäbchen hätte ich jetzt aufgenommen. Finde ich auch gut drauf. So. Da rein. So, alles irgendwie nur Geschenke. So, haben wir noch mehr Geschenke da. So, dann haben wir noch zwei Boxen. Schauen wir mal, was wir hier drin sind. Bis jetzt gut. Ich glaube, nur eine Sache ist von mir zurückgekommen, die Filme, ne? Das andere weiß ich jetzt nicht. Okay. Tagescreme für ein optisch ebenes Hautbild mit Feuchtigkeitsspenden von Balea und von Essence Pretty Natural habe ich beides. Geht auch weiter. Perfect Skin Beauty Konzentrat. So kleine Kapseln sind nicht schlecht, aber ich habe noch so viel. Geht auch weiter. Was haben wir denn hier? Von Rossmann. Porn, Tiefreinigung, also klärt, erfrischt. Und eine kleine Maske. Dann von Train It Up. Boost and Glow. Lash Serum. Das ist ja nicht schlecht. Boost and Glow. Ach, Glow. Grow. Grow. Boost and Grow. Boah. Ich lasse es lieber. Lash Serum. Müsste ich mal gleich gucken. Und eine Nagelfeile, ja, Nagelfeile gehen immer, aber die wird weiter wandern, genau. Ach nee, das geht auch weiter. Ach, das geht weiter, ich habe so viel Zeugs. So, was haben wir hier noch drin?
Einzel-Eyeshadow. Ja, war mal von Catrice, ne, von Essence. Hier. Geht auch weiter. Und du ist nicht schlecht, aber geht weiter. Dann haben wir noch mehr. Okay, sieht interessant aus, aber geht weiter von SR. Sabrina Rudnick Kosmetik. Ja. Schlecht ist es nicht. Ich glaube, die waren, genau, die waren von mir. Der war von mir. Und Wet n White. Und der war auch von mir. Oh, ist raus. Warum bist du raus? Oh, vorsichtig nachher wieder reinpacken. Der war auch von mir, der hellblaue. Okay. Und der war auch von mir, genau. Von Manhattan. Maybelline. Maybelline. Wollte auch keiner? Okay. So. Dann haben wir hier noch eine kleine Eyeshadow-Palette drin. Von Max und More. Geht auch weiter. So. Na. Das war dann schon. Jetzt haben wir noch eine Kiste, dann sind wir auch durch. Ja. So, was haben wir hier drin? Feste Dusche 2 in 1 für Haut und Haar. Ich glaube, das war von mir. Kann das sein? Ja, das war von mir. Dann haben wir hier von Dalton eine kleine Probe Soft und Pur Aha Peeling. Ja, geht auch weiter. Fußwohl. Fuß. Leute, ich kann euch das echt nur empfehlen. Habe ich jetzt erst bekommen. Habe ich selber jetzt vor kurzem erst. Da bin ich gerade noch am Testen. Geht aber weiter, weil ich habe das erst. Zahnstocher haben wir hier noch drin. Ja, brauche ich jetzt nicht. Zahnstocher habe ich erst, auch erst gekauft. Dann haben wir hier noch 2 Haarspangen. Schlecht sind sie nicht, ne? 2-mal. Und dann haben wir noch ein Beutelchen, dann sind wir auch schon durch. So. Okay. Was haben wir denn hier alles? Ich hole das mal eben alles raus. Wie sieht das denn nicht raus hier? So, dann haben wir hier von MQ Beauty Lip Tint Chic und Check Chic und Lip Tint habe ich, geht weiter. Von Nude ein Lipstick. Ah, geht weiter, finde ich nicht so gut. Dann von Unique. Ich glaube, das ist was zum Gesichtsreinigen, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auch weiter. Jetzt ist die Kamera ausgegangen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, das geht weiter. Und Nagellack, der geht auch, obwohl der schön ist, aber der geht auch weiter. Und was haben wir hier? Habe ich auch, glaube ich. Essence for Volumen Top Coat. Ja? Volumen. Top Coat für Wimpern, glaube ich. Mascara, ist eine Mascara? Ja. Ja, geht auch weiter. Ja, dann haben wir es geschafft, sind wir durch, ne? Ich hoffe, dass ich euch alles, dass die Kamera nicht so, dass ich das gerade mitgekriegt habe, richtig. Wo ist ausgegangen? Ja, es sind ja nur vier Produkte, glaube ich, zurückgekommen. Ich muss das andere mal nachgucken. Mit dem Make-up, ob das von mir war, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich nachschauen. Ja. Ja, war okay, ne? So, meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, das war jetzt wieder ein langes Video. Wir haben viele tolle Produkte gesehen. Und wir haben viele Geschenke, ja. Und die Sachen, ich muss mal überlegen, die Sachen werde ich auf jeden Fall behalten, die hier liegen. Ich muss mit dem Handtuch, weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen. Sind ja einige Sachen von mir zurückgekommen, nicht so viele. Mit dem Lippenstift weiß ich jetzt nicht, ob das meiner ist. Da sollen die Mädels mir mal reinschreiben. Genau, genau. Ob das meiner, ich meine, das wäre aber nicht meiner. Glaube ich auf jeden Fall. So, was ich reinpacke, weiß ich noch nicht. Habe jetzt nur so ein paar Teile rausgenommen. Genau.
So, mein Lieben, wie gesagt, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr bei den Mädels reinschaut, auch ein bisschen Liebe da lassen würdet. Natürlich dürft ihr auch bei mir ein bisschen Liebe da lassen, würde mich auch riesig darüber freuen und reichlich kommentieren. Alle Mädels werde ich euch natürlich unten in die Infobox packen. Genau, das Paket wird jetzt zur lieben Lisa gehen, genau, das wird bald wieder auf Reisen gehen. Schaut gerne bei ihr vorbei, ne, genau. So, ich werde mich jetzt verabschieden. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben, denken, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen, wir sehen uns, euer Tanja. Ciao, tschüss, Kowski, bye, adieu und tschüss, bye, bye.